Heute gibt es den Ausblick gegen Leipzig, das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Nie im Leben. Ja, hallo meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute die erwünschte Zipfelmütze auch am Start, so wie es sich gehört zur Weihnachtszeit. Ich habe ja gesagt, ich wollte die jetzt nicht vor Anfang haben, sondern so irgendwann einfach reinbringen und dachte, heute ist ein guter Zeitpunkt vor der englischen Woche, nochmal zum Vollgas geben. Ihr wisst, wie die ganze Sache läuft. Mein Renico-Trikot ist natürlich auch am Start, genauso wie das T-Shirt. Und jetzt geht es los. Also, wir spielen am Samstag gegen RB Leipzig. Ja, was soll man groß sagen? Die Hoffnung ist natürlich bei vielen nicht allzu groß. Jetzt hat Leipzig auch noch eine Champions League gegen Manchester United gewonnen. Ja, ist praktisch ja ein Gegner, mit dem wir uns gut vergleichen können. Also ja, praktisch auf Augenhöhe, Menu, Werder, ja, ne? Nicht? Ja, ja, hätte sein können. Aber wir haben vielleicht einen Vorteil. Und zwar hat Leipzig einige Wochen mehr jetzt schon die absolute Doppelbelastung, die alle drei Tage Spielrhythmus-System. Das haben wir natürlich nicht. Wir werden es natürlich jetzt haben, aber wir haben vor allen Dingen auch zwei Rückkehrer im Team mit Manuel Baum und Möwald, die natürlich im Mittelfeld für neue, sag ich mal, neue Kraft, neue Akzente setzen können, die einfach dann auch da sind. Weil gerade so ein Baum, Möwald jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt, Möwald sich eher so als schnellen Umschaltspieler, weiß aber nicht, ob der überhaupt von Anfang an spielen wird, aber ein Baum sehe ich als Pflichtprogramm, egal wo er spielen wird, aber ein Bomb wird Pflichtprogramm sein, denn wir haben mit dem Bomb da nun mal einen absoluten Dauerläufer. Genauso wie Maxi Eggestein immer viel läuft, ist ein Bomb das gleiche, nur in, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Maschine halt, ne? Also er ist halt ein Brocken, der haut sich da rein in die Zweikämpfe, der rennt die Linie hoch und runter und ist vor allen Dingen echt auch noch schnell dabei. Kann für uns sehr zum Vorteil sein. Wie gesagt, ich muss einfach da auch sagen, wir spielen halt jetzt gegen Leipzig und gegen Dortmund. Das sind Spiele, wo du eigentlich keine Punkte erwartest. Andererseits musst du auch sagen, wenn du gegen beide verlierst, steckst du natürlich wirklich auch wieder sehr wahrscheinlich mit unten drin. Aber ja, wir wollen ja heute positiv bleiben, wie bei jedem Ausblick. Also sage ich natürlich auch, wir müssen da mindestens einen Punkt holen. Ist ja wohl klar, ne? Ist ja wohl klar. Und ich hole mal kurz einen Gast zu mir. Also pass auf, wartet kurz. Wir machen einmal kurz, ich klatsche jetzt gleich in die Hände und dann, Quatsch, wir machen es anders. Ich halte es jetzt so und jetzt gleich ist mein Gast hier. Pass auf. Und da ist auch schon mein Gast. Ja, sagt Hallo zu Red Bull. Ja, gab jetzt nicht die normale, was soll's. Das ist praktisch unser Gegner. Und da zu sagen, wir holen keine drei Punkte, ist ja wohl Quatsch, oder? Seht ihr doch wohl genauso. Also das ist ja wohl, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist halt eine Dose. Versteht ihr? Ich spiele gegen einen Dosenverein. Und ja, da haben wir als Traditionsverein natürlich so leicht minimale Vorurteile, würde ich mal in den Raum schmeißen. Aber wie gesagt, spielerisch ist Leipzig natürlich, ja, da können wir nicht über Dosenverein reden, aber der Verein selber, da können wir Dosenverein sagen. Also, machen wir weiter. Ich denke, dass wir gegen Leipzig, beziehungsweise, was heißt, ich denke, ich kann mir irgendwie beides vorstellen. Ich kann mir ein 4-2-3-1 vorstellen. Ich kann mir auch die Fünferkette vorstellen. Die Fünferkette kann ich mir gut vorstellen, weil du natürlich gegen Leipzig gerade die Flügel auch dicht machen musst. Da kommt Leipzig halt immer nur mal mit viel, viel Tempo auf einem zu. Und ja, damit du einfach defensiv ein Stück was sicherer stehst. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, weil wir jetzt gegen Stuttgart angefangen haben, mit 4-2-3-1 zu spielen, und gerade die ersten 20 Minuten sahen da extrem gut aus, könnte ich mir auch vorstellen, dass Kovac sagt, okay, wir versuchen es nochmal 4-2-1 und geben Vollgas. Wenn das so sein sollte, dann machen wir jetzt mal meine Aufstellung im 4-2-3-1. Wie gesagt, ich kann mir auch die Fünferkette vorstellen. Gehen wir mal ein Facecam. Ich bin auch heute deutsch par excellence. Wahnsinn. Okay, wir beginnen mit Pavlenka am Tor. Das dürfte klar sein, also ich glaube, da brauchen wir nicht groß lang drüber reden. Rechtsverteidiger Theodor Gebreselassie. Während ich das sage, überlege ich mir gerade was anderes. Ne, wir machen da jetzt mal als Rechtsverteidiger Felix Aru.
allein aus Tempo-Vorteilen. Argo ist jemand, der auf jeden Fall das Tempo auch mitgehen kann. Also wäre ich für Argo Rechtsverteidiger, rechter Innenverteidiger, Ömer Toprak, einen weiteren Tempospieler neben Marco Friedl, einen weiteren Tempospieler für einen Innenverteidiger, also auf jeden Fall schnell. Der Außenverteidiger eher weniger, aber Innenverteidiger auf jeden Fall. Linksverteidiger gehen wir mit Lulle, Augustinsson, denke ich relativ klar. Und weil wir haben 4-2-3-1 bauen, gehen wir jetzt mit dem rechten ZM als nächstes. Da werden wir Maximilian Eggestein sehen und auf dem linken ZM Manuel Mbom. Wie gesagt, der läuferische Part, der Brockenpart. Es ist im Prinzip auch egal, ob wir jetzt Maxi oder Mbom auf rechts oder links stellen. Das könnte sehr variabel sein in diesem 4-2-3-1. Dann in der Dreierreihe davor erwarte ich. Es ist halt immer noch so eine Sache, wo wir jetzt drüber reden, das ist halt jetzt so meine Meinung, wie wir spielen könnten im 4-2-3-1. Das heißt, erwarten kann ich im Prinzip erstmal gar nichts. Aber auf dem rechten Flügel sage ich jetzt Leonardo Bittencourt als spielerische Variante, Anspielstation auf dem Flügel. Jemand, der vielleicht auch mal Flanken schlagen kann, aus der zweiten Reihe einschießen kann. Auf der 10, und das würde mich sehr, sehr freuen, fände ich extrem gut, Osako rauszurotieren und Romano Schmid reinzustellen. Er hat in diesen paar Minuten, wo er gespielt hat, schon gezeigt, was er einfach auch der Mannschaft bringen kann. Richtung Kreativmomente, Steilpässe, einfach Bälle, die vielleicht nicht jeder so spielt. Plus so einen kleinen, quirligen Spieler in dieser Brocken-Innenverteidigung von Leipzig tut wahrscheinlich auch gut. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, von ein paar Minuten Einsatzzeit in Startelf unwahrscheinlich. Ja, gebe ich euch tendenziell recht. Ihr müsst aber auch bedenken, wir reden jetzt hier nicht nur über Startaufstellung, sondern wir reden über, wir haben 5 Wechsel. Das heißt, selbst wenn das mit Romano nicht klappt, könntest du immer noch einen Voltemade, einen Osako dahinstellen. Jetzt aus Krofelds Sicht wüsste er ja, was er bei denen hat, was die dann reinbringen können. So, und das halte ich dann eher für sicherer. Aber gut, auf dem linken Flügel machen wir weiter. Da würde ich gerne Josh Sargent sehen. Als Spieler, der halt wirklich die Linie auch mit hoch und runter läuft. Als Arbeiter hat er ja auch die Saison schon häufiger gespielt. So ein bisschen abweichend, fallen lassend. Und ja, auch da ein bisschen so aus dem Rampenlicht zu holen, aus Mittelstürmerposition. Denn da wirst du halt nur mal an Toren gemessen. Das wird bei Sargent immer schwierig. Ich bin immer noch felsenfest überzeugt von ihm. Ihr wisst ja, ist ja auch hier drauf, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber wie gesagt, zeichnet sich halt mehr über das Läuferische und das Kämpferische aus, als über die Torgefährlichkeit. Dann gehen wir in die Mittelstürmerposition. Und da werden jetzt nicht alle meiner Meinung sein, würde ich gerne Davy Selke sehen. Gegen seinen Ex-Club, glaube ich, würde er schon ziemlich brennen. Also ich würde davon ausgehen, dass er da wirklich absolute Leidenschaft reinhaut. Dieses Kämpferische in Mittelstürmerposition, Arme raus und einfach mal einen einnicken. Das erwarte ich schon bei Selke und kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Würde mich auch extrem freuen für den Jungen, wenn er diese Chance bekommen würde jetzt. Müssen wir natürlich abwarten, aber ich bin guter Dinge und würde sagen, ja, das wäre so meine Aufstellung 4-2-3-1. Wie gesagt, kann da sein, dass wir eine Fünferkette gehen. Wir gehen erstmal im Vollbild erstmal wieder rüber. Und ja, wie gesagt, Fünferkette kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das wäre dann wahrscheinlich das Groß zwischen Friedl und Toprak spielt, weil er halt auch trotzdem davor gehen kann. Und im Mittelfeld würden wir dann Baum und Eggestein sehen, also auch sehr, sehr ähnlich. Nur holt ohne Zehner und dann vorne eine Dreierreihe haben. Also ja, das wäre halt die Fünferkettenvariante. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wie gesagt, ich bin mit so einem gemischten Gefühl bei dem Ganzen. Wir haben jetzt aber noch 3 Tipps von meinen YouTube-Kollegen und meinen Tipp natürlich. Ja, und ich würde mit meinem Tipp jetzt einfach mal anfangen und würde sagen, ich werde nicht gegen Werder tippen. Ich tippe auf 2-2. Kämpferisches Spiel, leidenschaftliches Spiel und vielleicht holen wir da einen Punkt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr mir eure Tipps und eure Aufstellung in die Kommentare schreibt und vielleicht sind hier ja auch wieder ein paar Likes mehr drin. Würde mich extrem freuen. Und jetzt kommen meine 3 YouTube-Kollegen, Freunde. Einmal der Schalker, Kesti, Schalke Update und Kickoff, Thiele. Mit den Tipps, also die haben mir die Tipps für das Leipzig-Spiel zugesendet. Nochmal Dankeschön an euch Jungs. Und ihr könnt die Jungs auch gerne alle 3 abchecken. Denn ich bin auf jedem Kanal von denen auch zu sehen. Denn, ja,
wir machen das den ganzen Dezember über, haben wir letzte Woche auch schon, dass wir gegenseitig die Spiele tippen und beim Thiele gibt es den vollen Spieltag. Also ja, da sind meine kompletten Tipps dann auch nochmal zu sehen. In seinem Format alle gegen Thiele, könnt ihr gerne abchecken, wie gesagt. Und ja, lasst lieber bei den drei Jungs da, sind super Typen. Ja, jetzt kommen die drei Tipps und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder morgen. Und am Samstag gibt es wirklich einen XXL-Stream, versprochen. Habe ich euch schon sehr Bock drauf, freue ich mich auch extrem drauf. Und würde sagen, bis dahin, ciao, euer Nico. Hallo Nico, hallo auch an deine Community. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage. Und ja, Nico, du hast mich darum gebeten, heute nochmal einen Tipp abzugeben. Ihr spielt ja jetzt in Leipzig. Und naja, die Leipziger sind echt gut drauf. Das haben wir Schalke, haben wir das leidvoll schon erfahren müssen. Und naja, ich gehe davon aus, dass Leipzig wirklich gewinnen wird. Und zwar mit einem klaren 3:0. Und ja, das ist mein Tipp auf jeden Fall für diesen Spieltag. Wünsche euch dennoch alles Gute auf jeden Fall für das Spiel. Ich würde euch wirklich den Sieg gönnen gegen die Leipziger. Ist jetzt auch nicht meine favorisierte Mannschaft, aber das ist eben mein Tipp. Und jo, damit haut rein. Ciao. Ja, ciao Nico, hier der Schalker. Ja, mein Tipp, Leipzig gegen Bremen. Leipzig wird diese Woche schwere Beine haben. Die spielen ja gegen Manchester United. Ein Spiel, wo es um alles oder nichts geht. Das heißt, die Leipziger müssen gewinnen, damit die weiterkommen. Ich denke mal, durch die schwere Beine wird das für Bremen nicht ein leichtes Spiel. Aber für Leipzig wird das ein unangenehmer Gegner, Bremen. Denn Bremen spielt gegen starke Mannschaften wirklich gut. Hat man in München gesehen. Jetzt habt ihr leider gegen Stuttgart verloren. Denn mein Tipp ist, ihr holt einen Punkt in Leipzig, 1:1. Schöne Grüße an deine Community und einen schönen dritten Advent. Ciao, der Schalker. Servus, liebe Bremer, und jetzt gebe ich meinen Tipp ab. Für euren nächsten Spieltag, ihr seid dazu Gast bei RB Leipzig, wo es für mich einen klaren Favoriten gibt, und das ist RB Leipzig. Bremen, letzte Woche, ja, gegen den VfB, alles andere als gut gewesen. Zu Beginn eine gute Partie gehabt, aber dann auch schnell, ja, sich hinten reindrängen lassen. Zweite Hälfte für mich auch sehr, sehr ideenlos in der Offensive gewesen. Und so wird es schwer, in Leipzig zu bestehen. Deswegen gebe ich davon aus, dass RB dieses Spiel auch relativ deutlich mit 3:1 gegen euch gewinnen wird. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück gegen die Bullen aus Leipzig. Ich würde euch gönnen, wenn ihr dort einen Punkt, vielleicht sogar 3 Punkte mitnehmt. Wäre richtig, richtig geil. Aber realistisch gesehen glaube ich zumindest, dass Leipzig gute Karten hat, mit einer breiten Brust auftreten wird und euch leider eben auch mit 3:1 schlagen wird. Ich bin gespannt auf den 11. Spieltag, auf euer Spiel gegen die Leipziger. Viel Glück dafür und dann wünsche ich euch noch generell eine schöne Weihnachtszeit. Macht es gut und ciao!